Ich bin der Henk Schizzo, ich bin, jetzt muss ich gerade schnell überlegen, 44 und ich bin Rockmusiker von Beruf. Nehmen wir an, es gibt eine Skala, wo Coolness darauf eingezeichnet ist und die ging von 1 bis 10. Und dann ist für mich immer noch der Adriano Celentano auf mir Hilfe. Wieso hast du so viele Gitarren dabei? Die sind anders gestimmt. Die sind unterschiedlich gestimmt. Und anstatt immer im Floss hat man keine Zeit, da muss man, hat man eine Stunde Zeit. Ja. Und dann kann man nicht zwischen deinen 5 Minuten Gitarre stimmen wie an einem Volkskonzert. Und sie tönen alle anders. Und es fängt einfach. Gute Songs sind für mich immer die, wo es eigentlich keine Rolle schreibt, wer sie spielt, singt oder geschrieben hat, sondern ein guter Song steht für sich. Dann gibt es zum Beispiel ganz viele Bob Dylan-Songs, die taugen als Songs. Einfach so. Und die lassen extrem viel Raum für Interpretation. Oder jetzt auf dem neuen Album ist eine Nummer von Adriano Celentano drauf, wo ich seit als 10-Jähriger einfach über alles liebe. Und ich wollte das schon so lange aufnehmen, wollen, dass mal jetzt funktioniert. Italien 1976, ich finde den Song im Original swingt enorm. Also der hat wirklich, der hat so Drive. Aber ich immer denkt eigentlich, wenn der ein bisschen punkiger daherkommt, das ging auch. Und das einfach probiert von vorne und nachher ist das ziemlich gut aufgegangen. Gibt es denn hier Lieblingsgitarren von denen, die hier sind? Ja, das wechselt. Im Moment wäre es die. Hat sie einen Namen? Nein, ja. Das ist bei mir selten so. Es gibt solche, die einen Namen haben, aber die sind nicht da. Wo wir hergekommen sind heute, habe ich mir überlegt, das ist glaube ich, der vierte oder fünfte Floss-Gig für mich. Und ohne Anbiederung, aber das ist immer noch mein liebster Open-Air-Auftrittsort eigentlich. Mhm. Ich habe das einfach sehr gerne. Ich habe diesen Ort immer sehr gerne gehabt. Ja, es stimmt einfach. Es ist einfach gut. Und wenn es nicht zu fest schaukelt, ist das okay. Ja.